bei Reisen hinterlässt du den Mitarbeitern im Flugzeug oder in Hotels gerne mal etwas zurück. Was genau verliest du ständig und warum? Ah, ständig wollte ich vielleicht nicht sagen, aber ich vergesse ab und zu am meisten so technische Sachen wie iPads oder ich glaube, ich habe auch einmal mein Handy vergessen. Aber bis jetzt kommen die Sachen immer zurück. So, es hat nichts gekostet. Dann ist kein Problem. So ist, ich finde es kein großes Problem und Pegel ist ja auch hart mit den Strafen. So, das hat auch ein bisschen geholfen. Ich vergesse nicht so oft Sachen länger wie früher. Ich bin ja auch ein bisschen älter geworden. Sieht man mit deinen grauen Haaren und so. Zum Beispiel. Harry, du hast in der Mannschaft einen Spitznamen. Welcher ist das und wo kommt er her? Die meisten nennen mich Harry, weil es einfacher zu sagen ist als Harald. Dann hatte auch Peke einen kleinen Spitznamen. Er nennt mich gerne Rainer, weil wir haben einen überragenden Busfahrer, der heißt Rainer. Der ist richtig gut. Ich weiß nicht, ich glaube, Peke, das ist sein Vorbild. Er möchte auch gerne Busfahrer sein. So, ich glaube, deswegen. Und du bist ja auch Pekes Vorbild. Ja, so deswegen. Das mag Sinn. Ja. Du sammelst begeistert Miles. Kannst du den Zuschauern erklären, was es damit auf sich hat? Ja, also ich habe meine Sammlung hat angefangen, wenn ich hier kam und hatte unsere zwei richtig nette und süße und clevere und alles positive Sachen Physios getroffen. Und die haben mir für diese Miles introduziert und die haben seit 20 Jahren gesammelt. Bei Lufthansa. Ich sammle ja keine Miles bei Lufthansa, aber bei SAS, aber es ist eigentlich das Gleiche. So jedes Mal, wenn wir auf ein Pferd geht mit Flug, dann sammeln wir Miles. Und ich glaube, die zwei haben am meisten, aber ich hoffe, dass ich auch in 10 oder 15 Jahren genauso viele Miles hat wie die zwei. Und auch, dass ich ein bisschen mehr als die zwei sein kann, weil die sind so geile Typen beide. Und jetzt hast du ja auch Silberkarte gekriegt. Ich habe auch Silberkarte bei SAS und wenn ich vielleicht so reich wie ein typischer Norweger ist, dann kriege ich vielleicht auch Goldkarte wie du später. Vielleicht. Bei uns spielen neben uns noch einige weitere Skandinavier. Was unterscheidet dich als Norweger von uns Dänen oder unseren drei Schweden? Ja, also ich muss sagen, die Schweden sind da. Ja, viel dummer. Bestimmt, das ist easy. Ja. Die sind nicht so clever. Also, wir haben so viele Witze über die Schweden in Norwegen, dass. Ja. Auch in Dänemark. Wir haben keine Norweger-Witze, aber nee. Von den Schweden dann gibt es unfassbar viel. Und ja, was unterscheidet ein Norweger von einem Schweden? Nein, von einem Däne? Ihr habt die Öl gekriegt, wir haben Öl. Aber sonst. Wir haben viel Geld. Das stimmt. Und ihr. Seid nicht so reich als wir, aber das stimmt auch. Ihr macht das auch gut. Ja, wir machen das nicht so schlecht auf jeden Fall. Ich glaube, Schweden ist auf jeden Fall das schlechteste von den drei. Stimmt. Auf Aufwärtsreisen teilen wir uns ein Zimmer. Was stört dich dabei am meisten an mir? Ich wollte gerne was sagen, Harry, aber ich finde, du bist perfekter Zimmerkollege. Nie Stress, wir können schlafen, wie man möchte und ich schnarke auch ein bisschen. Du auch? Aber bis jetzt hat das richtig gut geklappt, so ich hoffe, dass es geht weiter so. So ich hab nicht richtig was Negatives zu sagen. Dankeschön. Ja, bitte. du lebst mit deiner Freundin jetzt schon eine Weile hier. Wie verbringt ihr am liebsten eure Freizeit? Gibt es besondere Orte, die ihr gerne besucht? Ich weiß nicht, besondere Orte. Also ein bisschen Shopping machen wollen, dann fahren wir nach Mannheim. Ein bisschen besser als in Heidelberg. Aber sonst sind wir am meisten in Heidelberg und gehen Kaffee trinken oder gehen essen mit euch anderen in der Mannschaft. So, ja. Am meisten sind in Heidelberg. Super. Ist auch eine schöne Stadt. Ja, bestimmt. Peke sagt, du musst am meisten in die Mannschaftskasse bezahlen. Woran liegt das? Ja, will ich fast nicht erklären hier, aber ich glaube, Peke hat er hat was gegen mich. Also oft gibt er mich Strafe, wo ich eigentlich nichts gemacht habe.
Aber ich habe auch gesagt, ich stütze gerne unsere Mannschaftskasse. Ich möchte gerne, dass wir irgendwo Schönes hinfahren kann. Aber ich glaube bestimmt, dass er bestraft mich hart als alle anderen. Und warum, da kann man nur denken für sich selbst. Aber ja, es dauert nicht so lange, glaube ich. Dann ist er nicht länger in der Mannschaftskasse und dann kriegt er vielleicht was zurück. Das ist, was ich hoffe. Weil ich glaube, ich vergesse nicht so viel mehr sagen als alle anderen. Und Pege macht auch oft seine eigenen Regeln auf verschiedene Sachen. Das machen die Deutschen immer. Ja, das stimmt.